Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Tech Demo Nuggets, den Video-Tutorials der Firma NetApp. Mein Name ist Raphael Kipp, Mitarbeiter von NetApp, und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie lege ich eine Loon im SnapDrive Management Snap-in in der Version 6.4.0 an. Steigen wir direkt in den SnapDrive ein. Wir sehen auf der linken Seite den Punkt Disks und mittig unsere angelegten Disks. In diesem Falle sind noch keine angelegt. Das wollen wir entsprechend jetzt nachholen, beziehungsweise das wollen wir jetzt entsprechend befüllen über den Button Create Disk. Daraufhin öffnet sich ein Wizard, der uns nun durch die nächsten Einstellungen führen wird, so dass im ersten Punkt es gilt, das entsprechende Storage-System auszuwählen, wo wir diese Loon denn anlegen wollen. Das kann man auswählen oder man kann es auch entsprechend eingeben, wie in unserem Falle das Storage-System Hopfen. Und daraufhin bekommt man alle bereits angelegten Volumes in dem Storage angezeigt. Wir wählen uns jetzt hier ein Volume raus, das ich im Vorfeld angelegt habe, in das wir das oder in das wir die Loon jetzt integrieren werden, beziehungsweise erstellen werden, und geben der neuen Loon einen Namen. Und auch noch eine aussagekräftige Beschreibung mit. Und gehen weiter mit dem Button Next. In diesem Punkt gilt es nun zu entscheiden, wie möchte ich denn die Loon bereitstellen, sprich, oder wem möchte ich denn die Loon bereitstellen? Im ersten Punkt dedicated einem einzelnen System oder aber auch eine Shared Loon letztendlich im Microsoft Cluster. Wir entscheiden uns für ein Dedicated System. Und über den Button Next kommen wir dann zu der Art und Weise, wie wir dann diese Loon bereitstellen wollen in unserem System. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits als lokale Festplatte über einen Laufwerksbuchstaben oder aber über einen Mount Point. Wir entscheiden uns für eine Bereitstellung über eine lokale Festplatte. Im nächsten Einstellungsfeld besteht die Möglichkeit, die maximale Diskkapazität zu limitieren, so dass immer mindestens eine Snapshot-Copy für das Volume sichergestellt ist. Wir entscheiden uns auch hier, dies zu limitieren. Und im Bereich Loon Size gilt es nun, die Größe der neuen Loon festzulegen. Es ist es auch sehr super gemacht, dass man hier ein Maximum sieht, was man überhaupt anlegen kann, und ein Minimum, was angelegt werden muss. Dann entscheiden wir uns in diesem Falle für das Maximum und gehen mit dem Button Next weiter zu der Einstellung, wie diese Loon mit dem System gemappt wird. In diesem Falle über das iSCSI-Protokoll. Und wir sehen hier schon unsere IQN des Initiators, sprich des Systems, des Windows Servers. Diese wählen wir aus. Und im nächsten Fenster gilt es dann zu entscheiden, wie eine entsprechende iGroup, also sprich eine Gruppe von den Initiators, angelegt werden soll. Ob das SnapDrive das automatisch machen soll oder ob wir das manuell vollziehen wollen. Wir entscheiden uns für die automatische Variante. Und kommen dann im letzten Fenster zu einer kurzen Übersicht über die einzelnen Einstellungen, die wir im Vorfeld getroffen haben. Und schließen den Vorgang dann mit dem Button Finish ab. Und sehen dann jetzt hier unten im unteren Fenster, dass das SnapDrive jetzt alles Notwendige für uns macht, sprich von den Partitionen bis hin zur Formatierung alles anlegt und schlussendlich die Loon für uns bereitstellt, wie wir oben mittig in dem Fenster dann nun sehen werden, und das aber auch in unserem Windows Explorer sehen, dass unsere lokale Disk angelegt wurde. Ich darf mich für das Zuschauen recht herzlich bedanken und freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin, tschüss.